Ich grüße euch, ihr Lieben, zum Tagesorakel für den 5.9.2022. Ja, ich begrüße euch alle recht herzlich. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Eine neue Woche beginnt und ich habe ganz neue Karten. Die waren schon lange auf meiner Wunschliste und jetzt habe ich sie bekommen und habe mir gedacht, die muss ich gleich mal für diese Woche verwenden, weil ich finde, es sind wirklich so schöne Botschaften dabei. Und ja, wie immer findet ihr alles unter dem Video, wo ihr mich erreichen könnt. Dieses Video wird jetzt auch, also die Videos werden jetzt auch wieder auf TikTok hochgeladen. Wenn ihr auf TikTok seid, da bin ich auch unter Claudia Engel, ist aber eben dasselbe Video. Aber wenn ihr mich dort vielleicht gerne ja, mir folgen wollt und auch alle für alle, die jetzt eben auf TikTok mich hören, manche Sachen gelten halt nur für YouTube. Ja, aber ich versuche eben auch auf TikTok das immer drunter zu schreiben, wo Sie mich erreichen könnt. Und auf meiner Profilseite steht ja das auch. Also allgemein, ja, ist es auch eben bei den YouTube-Videos unter dem Video meine Homepage, meine WhatsApp-Nummer, ja, wo Sie mich erreichen könnt für eine individuelle Beratung. Okay, dann ich mische wie immer die Karten live sozusagen und ja, entweder fällt eine raus oder ja, ich drehe dann die oberste um und schau mal, welche Botschaft da heute zu uns gelangt und ich hoffe, ja, die Karten gefallen euch genauso gut wie mir und ich hoffe auch, dass wir eine schöne Botschaft bekommen. Okay. Es ist keine rausgefallen, dann werde ich die oberste abheben. Und da haben wir, wow, die Lebensfreude. Das ist ja schon mal sehr gut. Im Wasser finden Versammlungen und Feste statt. Auch der Mensch braucht Freude im Leben. Sorge für mehr Leichtigkeit, gehe aus, triff dich mit Freunden, feiere Partys und habe Spaß. Streife deine Traurigkeit ab, lerne zu lachen und das Leben zu genießen. Jetzt ist Zeit für Freude. Ja, jetzt. Jetzt darf man ja und kann man ja schon wieder, ja, na, die letzten 2 Jahre waren da, glaube ich, nicht so einfach. Und heute ist ja auch Montag, wo vielleicht ja viele wieder arbeiten gehen, aber vielleicht das nächste Wochenende, ja, mal wirklich nimm dir Zeit, dass du mal, ja, was machst, was dir Freude macht, ne? Geh wieder unter Menschen, wenn du das gerne machst. Geh auf eine Feier, vielleicht bist du wo eingeladen und überlegst dir noch, soll ich nicht, ja. Also ich würde dir raten anhand der Karte, ja, geh feiern, ja, wenn du möchtest. Wenn du nicht so ein Mensch bist, dann genieß vielleicht für dich auch deine Lebensfreude in der Natur oder wie auch immer, wo es dir halt Spaß macht und vor allem mit wem auch. Na gut, ich wünsche euch einen schönen Tag, alles Liebe, tschüss, baba.